Hallo und ganz herzlich willkommen bei der Gartenbahner, die Serie. Heute mal eine kleine Technikfolge. Und zwar, es geht um Weichenreparaturen. Dazu heute mal ein Versuch. Was haben wir hier? Eine R3 AGB Weiche. Diese hat leider hier keine Stromdurchführung mehr, weil, ihr seht es hier, diese Kontaktblätter, die gepunktet sind, sind alle ab. Hier, ich glaube, diese Stelle auch. Und hier. Was wir machen werden, ich denke mal, ich habe hier M2, einen Gewindebohrer oder einen Schneidbohrer und M2,5. Die passenden Schrauben, ganz viele. Von M2, Dreierlänge, 2,5 verschiedene Längen. Ich denke mal, ich werde das mit M2 probieren. Das Kernloch von M2 ist 1,6. Ich habe natürlich oder leider nur einen 1,5er Bohrer. Das werden wir hier mal probieren, indem wir hier ein Kernloch hineinbohren und dann mit dem Schneidbohrer hier das Gewinde hineinschneiden. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich bin in die Werkstatt geflüchtet. Zur Standbohrmaschine. Damit können wir die Weiche hier schön auflegen und wir probieren das mal mit dem 1,5er Bohrer. Hohe Drehzahl. Es geht los. Wir probieren mal, ob wir diese Stelle hier dieses kleine Loch, hier quasi ein Kernloch hineinbohren werden mit 1,5 und dann Gewinde schneiden. Dazu brauchen wir Licht. Nochmal etwas tiefer stellen. Natürlich dürfte nicht zu tief bohren, sonst kommt er hier irgendwann raus, aber das passt. Hier ist das kleine Loch. Da. Und die Stärke habt ihr natürlich. Jetzt etwas ansenken. Nochmal im Detail. Und jetzt machen wir oder schneiden wir M2 Gewinde. Hier habe ich eine Gewinderatsche. Hier vorne kommt der Schneidbohrer hinein. Hier könnt ihr die Weite verstellen. Und jetzt versuchen wir mit der Hand Gewinde zu schneiden. Etwas Öl. Schön gerade. Und ihr merkt, der Schneidbohrer schneidet sich das Gewinde von allein. Also ohne Kraft. Natürlich etwas andrücken am Anfang.
Ihr hört es? Das klingt schon mal gar nicht gut. Aber das sind die ersten Gewindegänge. Und immer wieder zurück nach circa einer Umdrehung, damit ihr den Span brecht. Es hat geklappt, es hat zwar ein bisschen gequietscht und geknirscht, aber ich bin bis auf Grund oder habe bis auf Grund geschnitten und jetzt gehen wir mal raus und probieren mal, ob eine kleine Schraube hier passt. Wenn das passt, dann machen wir alle vier oder pro Blech auch die andere Seite, weil garantiert wird dieses Blech auch abgehen und die anderen auch. Wieder draußen an der Sonne. Wir freuen uns doch alle, dass die Sonne scheint. Jetzt probieren wir mal, ich würde sagen, M2x5. Und sie fällt natürlich durch. Ob erstmal die Tiefe passt. Passt. Und jetzt muss ich natürlich noch dieses kleine Blech hier auf 2,5 oder 2, je nachdem, was das Blech noch hergibt, aufbohren. Ich bin mal etwas näher gekommen mit der Kamera, dass ihr das schön seht. Hier ist das Blech, das ist etwas verbogen, das muss jetzt hier ran. Hier müssen wir mal schauen, ob die M2-Schraube durchpasst. Erstmal etwas gerade biegen. Das ist der 2 mm Bohrer. Geht natürlich nicht rein. Das bohren wir jetzt noch mal ganz zart auf. Und jetzt müsste die M2x5 Schraube durchpassen. Das ist die Schraube. Das war die. Warum geht das nicht durch? Weil ich den falschen Bohrer genommen habe. Das war 1,5. Wir brauchen ja einen 2 mm Bohrer. 2,0. Der muss jetzt hier durch das Blech nochmal durchgebohrt werden. Dazu bitte die kleine Zange. Und es geht natürlich kaputt. War ja klar.
Ja, es ist ja nicht dafür gedacht, sondern es ist eine Notreparatur. Ich habe die kleine Schraube drin. Hier. Jetzt können wir natürlich das Ganze mal auf Durchgang prüfen. Mal von der anderen Seite. Das war's nicht. Das Gleis war's. Genau. Also jetzt funktioniert dieses Gleis wieder. Und hier. Und hier haben wir das nächste Problem. Kann ja auch nicht. Das gleiche Spiel nochmal. Noch einmal kurz zur Erläuterung. Man könnte natürlich auch das Ganze löten mit der vorhandenen oder mit dem vorhandenen Blech oder man lötet ein kleines Kabel unten ran. Aber das Problem, ihr braucht einen Lötkolben, der an diesem Punkt extrem viel Hitze erzeugt, damit das Lötzinn schmilzt und haftet. Und die Gefahr besteht, dass der Kunststoff euch an dieser Stelle schmilzt. Aus diesem Grund habe ich mich für diese Schraubenvariante entschieden. Und er ist vor allen Dingen reparabel und es hält. Also so mein Empfinden. Und jetzt probieren wir es mal an dieser Stelle. Ich bin wieder reingegangen, weil die Sonne ganz schön brennt und schaltet mir die Kamera aus. Und da war der Bohrer ab. Ich bin hier durchgekommen. Mist. Naja, wir probieren mal, ob wir schneiden können. Dazu etwas Öl. Halt, wir müssen noch ansenken. Und wir schneiden wieder erneut das Gewinde in der Hoffnung, das Schneidbohrer bricht nicht ab. Auf jeden Fall ist dieses Geräusch beunruhigend, aber er schneidet. Wieder zurück, den Grat brechen und weiter. Ich glaube, es verdrückt ihn. Und da war er ab. Ich habe es doch hinbekommen. Ihr seht hier die kleine Schraube.
Hier guckt sie etwas raus. Das ist das Stück Schneidbohrer. Wie ist das passiert? Naja, der Bohrer ist mir ja auch abgebrochen. Unbedingt darauf achten, also für mich jetzt eine Lehre, mittig anbohren. Ich bin zu weit seitlich gekommen, so in etwa, und damit hat es den Bohrer zur Seite weggedrückt und er ist mir abgebrochen. Und genau das gleiche mit dem Bohrer, ja, mit dem Schneidbohrer. Das Ganze prüfen wir jetzt noch einmal mit dem Durchgangsprüfer. Also dieser Strang war es. Funktioniert. Ja, auch. Ja, auch. Ja, die Weiche ist jetzt repariert. Alle anderen Punkte lasse ich mal noch dran, solange diese halten, weil ich habe keinen Schneidbohrer mehr. Die Fläche werden wir noch mal etwas abschleifen oder abpolieren und dann können wir diese Weiche wieder einbauen. Das Ganze mit dem LGB-Schwamm machen wir noch mal hübsch. Wieder aus wie neu. Und der Antrieb muss auf die andere Seite. Wenn euch diese Folge gefallen hat mit der Weichenreparatur oder die Art und Weise, wie ich es gemacht habe, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und natürlich gerne Kommentare. Ich habe das zum ersten Mal gemacht und ich muss sagen, auf jeden Fall ist es eine sichere Verbindung. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.